Laktose oder Milchzucker kommt in der Natur nur in der Muttermilch von Säugetieren vor. Laktose ist ein Disaccharid. Das heißt, es besteht aus zwei Zuckermolekülen, die miteinander verbunden sind: Glucose und Galaktose. Unser Darm kann nur solche Einfachzucker, sogenannte Monosaccharide, verarbeiten. Also muss die Laktose in ihre beiden Bestandteile Galaktose und Glucose aufgespalten werden. Das geschieht mit Hilfe eines Enzyms, das in der Schleimhaut des Dünndarms produziert wird, der Laktase. Nach der Spaltung werden diese beiden Einfachzucker über den Dünndarm ins Blut aufgenommen. Danach erfolgt der Transport zu den Zellen, wo sie der Energiegewinnung dienen. Bei einer Laktoseintoleranz fehlt das Enzym Laktase. Es arbeitet nicht richtig oder ist nur in zu geringen Mengen vorhanden, um den Zweifachzucker Laktose zu spalten. Der überwiegende Anteil an aufgenommenem Milchzucker, also der Laktose, gelangt somit unverändert in den Dickdarm. Hier wird er von den Darmbakterien verarbeitet und vergoren.